Willkommen zurück zum zweiten Teil von Hitman Absolution. Nachdem wir Diana gefunden haben, sollen wir zu Victoria gelangen. Und das werden wir jetzt mal machen. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Mal schauen, wo sie überhaupt ist. Natürlich könnten wir auch einfach rumlaufen und hier rumballern wie ein Attentäter, aber das machen wir jetzt mal nicht. Das machen wir ein paar Level später mal, um den Effekt euch zu zeigen. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihr... Jetzt kommt unsere super Phase wieder. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Kopfschuss. Tödlicher Schaden. Kopfschuss. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Kopfschuss. Tödlicher Schaden. Kopfschuss. Alle Gegner erledigt. Führen Sie jetzt den Angriff durch. Zack, genau getroffen. Alle vier umgenietet. Und weiter geht's. Verkleiden wir uns mal mit einer von denen. Und dort ist sie schon. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Scheißegal, keine Antworten, los geht's. Steig ein. Es ist erledigt. Cooler Schlitten. Was machen Sie da? Spuren verwischen. Was sonst? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Nicht viel freigeschaltet, aber egal, weiter geht's.
wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Tolle Gegend, wo die Schwestern hausen. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. The King of Chinatown, der König von dieser Chinastadt. König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Und auf ins Getümmel. Beste Preise der Stadt! Beste Preise der Stadt! Bei mir! Beste Preise der Stadt! Leckere Chop-Chop-Chop! Ganz schön voll hier. Schlimmer als auf der Kirmes. Schon wer dran ist. Schwing deinen Arsch hierher. Ich will was naschen, hab aber nichts mehr hier. Kann ich Ihnen helfen? Kommen Sie, wir haben ein Mittagsbuffet, das Sie aus den Sachen hauen. Ja, beeil dich. Kommen Sie runter. Der eine Zutat ist
werden Sie uns bald wieder. Hey, kommen Sie runter. Treten Was kann ich für Sie zurück, tun? Oder Sie verlieren Ihren Arm. Kommen Sie. Ich gebe Ihnen Ihr beste Geld. Beehren Sie uns bald wieder. Hallo? Nein. So, ja, Sie sind doch hier. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier ist Ihr Wechselgeld. Wir gehen zu uns bald näher. Kommen Sie runter. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hallo. Sind Sie nicht dumm? Mal schauen, wo er hingegangen ist. Hey. Da ist er, ganz vorne. Hey. Aufpassen. Gut zu. Frisches Gemüse vom Bauernhof. Meint er ja. Er pinkelt jetzt wirklich an den Roller. War schon mal nix. Hey, Mann, wow, fetter Anzug. Fetter Anzug. Ist der maßgeschneidert? Mann, so einen muss ich mir auch Schluss mit dem Scheiß. Wow, alles klar. Also über wie viel Ware reden wir? Ja? Alles? Scheiße. Kein Problem, okay. Nur, ich muss ein paar Anrufe machen. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Ja, ja, okay. 5 Minuten. Hey, kommen Sie runter. Was kann ich für Sie tun? Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier ist Ihr Wechselgeld. Beehren Sie uns bald wieder. Hier ist Ihr Wechselgeld. Der Hauptzutat soll in Ihrem Mund explodieren. Und er haut nochmal ab. Nächste Chance für uns. Hallo? Zu killen? Ja, hallo, ich bin in Chinatown. Nein, ich hatte vor einer Stunde einen Abschlag. Ostensauce, Bonerreich, Brokkoli! Und zack! Schon ist er fertig. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Nein? Was denn? Gehen Sie nach Hause. Sie sind hier nicht sicher. Weiter geht's. Als wenn nichts gewesen wäre. Das dauert aber etwas länger. Ich bin die Nächste. Verstehen Sie gleich jetzt. Bleiben Sie bitte zurück. Für Ihre eigenen Sicherheit. Hey, was gefunden? Was
Schmeckt lecker. Sinnlos! Sir, bringen Sie sich lieber in Sicherheit. Augenblick. Sauber. Durchsucht die Gegend. Passen Sie auf zu den Hitzern. Gegend ist sauber. Keine Spur von ihm. Gehen Sie nach Hause und schließen Sie die Türen. Und schon erledigt die Mission. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Münzen einfach in Kaffee geworfen. Und Fetti. Am Pen. Ven acá, mami. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in ein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Tolle Bude, wo der Haus. Und das war's auch schon wieder mit unserem Part 2 von Hitman Absolution. Part 3 folgt demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.